Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die Dezember-Variante der Degusta-Box schauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Degusta-Box erscheint monatlich, enthält mega coole Food-Produkte und kostet 15,99 € pro Box und pro Monat. Und ja, wenn du Bock auf die Box hast, verwend gerne meinen Code, da kannst du ein bisschen was sparen und müssten 6 € auf die erste Box sein, sodass du nur noch 9,99 € bezahlen würdest mit dem Code Claudi. Und ja, hab dir aber auch alles in der Infobox verlinkt, da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und weil es eine Kooperation ist, darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Ist dann jetzt nicht diese Box, sondern die, die dann zu dem Zeitpunkt aktuell ist. Ne? Ist ja klar, ist Food, Lebensmittel sind ja auch nur begrenzt haltbar. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Oh Käse, ich bin so gespannt, was wir hier drin haben werden, denn ich habe schon ein kleines Hüngerchen. Und im Dezember haben wir meistens dann auch noch mal so eine kleine extra Überraschung. Vielleicht einen Christstollen oder einen Schoko-Weihnachtsmann oder so. Man weiß es nicht, weil es ist ja die Box für Weihnachten. Ne? Die kommt jetzt auch hier Mitte Dezember bei mir an. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Box auch weihnachtlich gestaltet ist. Und wir haben hier direkt mal, oh, Wintertraum, das ist Motto geil. Den Blick in die Box, also da kommen erstmal ein paar Flyer um die Ecke, die uns informieren, dass wir die Degusta-Box Cold jetzt bald schon wieder bekommen dürfen. 16,99 € mit einem Wert von über 25 €, limitierte Auflage. Schaut gerne mal vorbei, wie gesagt. Ne? Die Degusta-Box Cold ist immer eine schöne Sache. Da hat man echt coole Produkte drin, die man auch echt mal schnell sich gönnen kann. Also für mich als frisch gebackene Mama ist das perfekt. 92% haben unsere letzte Box geliebt. Ich habe nicht dafür abgestimmt. Ich habe das Unboxing gemacht und fand sie super. Dann haben wir hier, tada, ja, die ganzen Produkte aufgeführt mit Preisen und so. Und wir haben immer einen Wert, der über dem liegt, was man für die Box bezahlt. Im Laden läuft ja wie so ein, keine Ahnung, mit einem Men, also ich habe immer einen Einkaufszettel mit dabei. Und ich gucke nicht nach links und rechts. Ich gucke auch selten mir diese, oh, das ist Neuaufsteller an, weil mich das einfach zu sehr reizüberflutet. Und dann lasse ich mich lieber monatlich nämlich von der Degusta-Box überraschen und bekomme sie dann nach Hause und habe dann hier so ein paar Neuheiten drin oder halt so Oldie but Goldies, ne? So, dann haben wir hier von der Degusta-Box ein richtig süß, fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Das ganze Degusta-Box-Team wünscht dir wundervolle Feiertage. Das finde ich nett. Und jetzt geht die Party aber richtig ab. Okay, wir haben hier From These, the original. Was bist du? Corn Snacks with Cheese. Wow, geil. Mais-Snack mit Käse. Oh mein Gott, alles ist besser mit Käse. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Und wir sind nicht zum Spaß hier. Also ich möchte sowas auch gerne probieren. Die sehen ja cool aus. Das sind so kleine Würmchen. Guck mal. Oh, die riecht nach, oh, nach Käse. Wie mir einfach das Wasser im Mund schon zusammengelaufen ist, ne? Dezent. Aber lecker. Mhm. Ich mag's richtig gerne. Mhm. Fonsies. Nicht Fonsies, ne? Fonsies. Oh, lecker. Mhm. Die kosten 1,39 €. Und warum kaufe ich mir sowas nicht im Supermarkt? Weiß ich auch nicht, ne? Cool. Passend zur passend zur aktuellen Zeit. M-Eukal immunstark. Vitaminshot, Vitaminbonbon gefüllt. 10 Vitamine sind da wohl drin. Zuckerfrei. Das sieht doch gut aus, ne? Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja, ich habe öfters mal so einen kratzenden Hals. Mit allem möglichen leckeren Yum. Also, das wird wahrscheinlich einfach schmecken wie, keine Ahnung, so ein Multivitaminsaft, ne? Granatapfel und Orange und Beeren. Das sieht gut aus. Oh, ja. Wird bei uns auf jeden Fall gegessen. Eine Kürbissuppe. Da kriege ich meinen Freund jetzt nicht so unbedingt mit. Aber ich kann das für mich nehmen. Ich wusste gar nicht, dass Maggi sowas im Sortiment hat. Maggi Bio Kürbiscremesuppe mit natürlichen Zutaten, mit fruchtigem Kürbis ohne Palmfett. Kannst du die halt einfach anrühren mit kaltem Wasser. Zack, die läuft, ne? Und für mal ebenso
wenn es draußen stürmt und schneit und alles irgendwie so boah ist und man einfach Bock hat auf irgendwie so eine, ja, warum nicht, ne? Ja, finde ich gut. Auf so eine Kleinigkeit. Nee, das finde ich wirklich gut. Das wird auch bei uns gegessen. Also von mir dann. Okay, wow. Also hier ist noch einiges los. Das ist witzig. Hengstenberg Cornichons. Honig, Chili, handverlesen. Alto, Belli. Also die nach Schwangerschaft hätte ich dir aber sowas von leer gezogen. Obwohl ich da halt nicht so die mega Gelüste hatte und so, ne? Aber jetzt denke ich mir, Honig, Chili mit Gurke? Das ist schon hardcore. Wirklich. Also werden wir uns mal anschauen, werden wir mal probieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sowas dann auch wirklich gut irgendwie als Salatgurken nehmen kann. Ne? Also dass man das halt so klein schnibbelt und dann einen Kartoffelsalat oder Nudelsalat drin hat. Schon irgendwie. Dann, oh, habe ich hier ein Organics by Red Bull Tonic Water, Dry and Natural. Ja, sowas mag ich persönlich eigentlich nicht so gerne. Aber vielleicht mein Freund, ne? Also sowas trinkt man ja, glaube ich, mit Gin, ne? Ne? Gin Tonic quasi. Ist ja noch Gin drin? Das wäre ja krass. Aber ja, also für mich ist es zu herb. Bin ich ehrlich. Ist nicht ganz so meine Welt. Aber dieses Organics by Red Bull, die hatte ich jetzt öfter schon mit dabei. In diversen Adventskalendern und Boxen. Sowohl als Cola-Variante, auch als Orangen-Variante und jetzt auch noch als Tonic Water. Okay, die hier hatte ich auch letztens. Oh, die habe ich heute Nacht gegessen. Tatsache, kommen dann auch wieder bei mir ins Bett. Better Peanut Butter Cups, das sind 2x13 Gramm und oh, dieses Salzige zusammen mit dem Süßen, Leute, ne? Na, das ist voll mein Ding. Lovely Extras Inside, get more than you're looking for. Es ist schon cool. Also, ja, das ist schon lecker. Also bislang wirklich eine interessante Box. Wirklich, wirklich interessant, oder? Hier sind Sachen drin, da denkst du nicht dran. Hier habe ich tatsächlich Gin, Tanqueray, keine Ahnung, Black Currant Royal Distilled Gin, keine Ahnung, French Black Currants. Also 50 Milliliter sind hier drin enthalten und das kannst du dann zusammen mit dem, guck mal, das ist wirklich lila. Die Flüssigkeit ist, oh krass, lila. Das ist so ein Plastikfläschchen, ne? Das kannst du dann zusammen hier mit dem Tonic Water, die gönnen. Gin Tonic. Ja, ich jetzt gerade nicht. Mein Freund ist auch nicht so der Alkoholfan und Gin ist auch nicht so unsere Welt. Aber ganz ehrlich, Gin ist irgendwie auch voll angesagt, oder? Also ich habe das jetzt schon von vielen gehört, dass die sich so Gin Tonic bestellt haben. Okay, also wenn man mal so unterwegs war. Ja, weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich noch was drin. HSC Super Shots unterstütze dein Immunsystem, Bauchgefühl für deine Verdauung. Doch. Das ist gut für mich geeignet. Apfel, Birne, Traube, Fenchel, Minzextrakt. Ja. 5 Shots sind hier drin und das ist dann gut für die Verdauung. Ja, ich trinke mir relativ viel Fencheltee in letzter Zeit. Das macht einfach viel gut bei mir. Und mit Ballaststoffen, Vitamin C und Calcium kann ich gut gebrauchen. Ein veganes Produkt. Dann habe ich hier eine Schoki drin. Leider sehe ich hier keinen Christstollen. Von Veganz. Lebkuchenzauber. Ja, das ist natürlich hardcore. Ich glaube, ich muss gucken. Ich muss gucken, ob wir die mögen. Also Lebkuchen ist natürlich jetzt super angebracht, ne? Mal gucken. Gianduja-Schokolade mit Mandelstückchen. Passata von Cirio. Ja, passierte Tomaten haben wir hier drin. Das ist immer ganz gut. Das wird bei uns auch immer mal wieder verwendet. 200 Gramm, wenn man sich halt mal eben so einen Teller Nudeln machen möchte, dann nehmen wir meistens passierte Tomaten oder stückige Tomaten oder so, haben wir immer mal wieder in der Box drin, ne? Und dann machst du das halt einfach zu Soßenverfeinerungen mit rein. Finde ich auch sehr cool, dass das hier mit drin ist. Und dann habe ich hier das letzte, das ist hier nochmal separat eingepackt bei Glas. Und dann haben wir hier einen leeren Karton. Okay, was ist das? Das ist Greta's Premium Mango Chutney Medium. War das nicht irgendwie scharf? Ich meine, dass das irgendwie schärfer war und dass das deswegen nicht irgendwie so klassisches Brotaufstrichgedönsen war. Keine Ahnung. Mit Pfefferkörnern, siehst du? Ja. Und dann bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Ob ich das mag, vor allem Medium.
Ja, indisch. Also ich glaube, dass das tatsächlich eher so für, wenn du Reis isst oder so, ne? Oder Hähnchen, dass man das dazu essen kann. Ich glaube, so ist es tatsächlich auch gedacht und nicht als Brotaufstrich. Und ja, mal gucken. Ist natürlich auch wieder von der Idee her ganz cool, weil da musst du nur ein bisschen Reis machen, ein bisschen Hähnchen anbraten, machst das Mango-Chutney dazu. Dann hast du schon was Cooles zu essen. Ich gucke hier nochmal. Ach, guck mal. Indisches Sandwich mit Käse und Mango-Chutney. Auch das hört sich gut an. Da kannst du vielleicht sogar, wenn du es noch ein bisschen schärfer haben willst, die Gürkchen mit dazu machen. Oder wird es dann zu krass? Das weiß ich nicht. Und das wäre jetzt die Box gewesen. Mein Highlight sind auf jeden Fall die Fonsies. Also quasi diese Maischips mit oder Maisviecher mit Käse. Ansonsten auch, also definitiv weihnachtlich gestaltet, also nicht weihnachtlich, winterlich. Das Weihnachtliche fehlt mir, das wollte ich dazu sagen. Gut, wir haben den Lebkuchenzauber, aber ich kann ja auch nicht damit rechnen, dass ich hier ein ganzes Paket Spekulatius oder so drin finde, ne? Deswegen, nö, also ist schon gut gemacht und sehr herzhaft das Ganze. Ich persönlich hätte den Gin jetzt hier nicht unbedingt drin gebraucht. Da würde ich mir nach wie vor wünschen, dass die Degusta-Box wieder anbietet, dass man sagt, ich mache jetzt eine alkoholische Box, ich mache eine antialkoholische Box. Muss man halt einfach mal schauen, ne? Aber ja, ich glaube, da werden wir jetzt schon mal so ein paar Tage mit über die Runden kommen. Und ich bedanke mich von Herzen bei dem lieben Degusta-Box-Team für die schönen Weihnachtsgrüße und auch für das Zusenden der Box. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!